Okay, herzlich willkommen. Wir berichten hier von der Schachbundesliga in der vierten Runde aus Düsseldorf. Heute sind hier zwei sehr spannende Spiele. Zum einen das NRW-Derby, wo Düsseldorf und Mülheim jeweils um den ersten Punktgewinn kämpfen, und außerdem das Spitzenspiel zwischen Werder Bremen und der Schachgesellschaft Solingen. Bei mir steht jetzt hier Arian Tari von der Schachgesellschaft Solingen. Er hat gerade relativ ereignislos und kurz gegen Tomi Nybak remisiert. And ich werde jetzt mal ein paar Fragen zur Bundesliga stellen. Arian, if I remember correctly, you played already several years ago some games in Bundesliga for Hansa Dortmund, and now you are back for Solingen. Do you enjoy playing in Bundesliga? Yeah, that's correct. I played for Hansa Dortmund the season 2014-2015. Yeah, I definitely enjoy Bundesliga. I started to play for Solingen 2 weeks ago, and I really like the team. It's nice people and great captain. And so far we won all our matches, so hope for the best today. Okay, last year I think you achieved your biggest success in your career so far. You became a junior world champion. What are your aspirations? Do you want to become a professional chess player, and what are your goals for the next years? Right now I'm not sure, but at least I'm taking a year off and concentrating on chess. I'll probably do that for the next 2-3 years and try to improve as much as I can, and then I will decide. I still don't know. Okay, and last but not least, I have to ask you, because you are from Norway, what is your personal opinion regarding the World Championship match, and what is the evaluation in Norway mainstream media? Are they a little bit disappointed about all the draws, and or are they excited that they will have a nice finish on Monday and probably on Wednesday? Generally, people complain a bit about the draws, but personally, I think it's been a really interesting match, and they played great chess, great fighting chess, and I think it's really interesting that it's 11 draws. So it will be really tense in the end. I hope for a playoff, and that Magnus takes it in the end. All right, so thanks for the interview. Thanks. So, ich stehe jetzt hier mit Alexander Bjerelovic, der gerade eben seine Partie im Kampf Düsseldorf gegen Mülheim Nord gegen Michael Saltajew remisiert hat. Alexander, du hattest ein sehr erfolgreiches Wochenende, zwei Schwarzpartien, gestern gegen Radzek gewonnen, heute gegen Saltajew Remis. Erzähl ein bisschen was zu den Partien. Das wurde schon vorher geplant, dass ich zwei mit Schwarz spiele. Das war ich nicht gerade begeistert, aber musste halt, ja. Und gestern, ich bin unter Druck geraten von Anfang an und musste mich dann hart verteidigen. Und zum Glück hat mein Gegner eine einfache Taktik übersehen. Und dann, danach ist die Stellung sehr kompliziert geworden, unklar und in Zeitnotphase irgendwie dann für ihn schief gelaufen. Und so habe ich dann die Partie gewonnen. Mhm. Heute spielt er zweite schwarze Partie, und mein Gegner, also ich habe vermutet es und hat mir dann bestätigt nach der Partie, von Anfang an Remis wollte. Also er spielte sehr sicher und ich hatte gar keine Chance und selber Remis angeboten. War das für dich heute eigentlich eine besondere Partie? Du hast über viele, viele Jahre in Mülheim gespielt in der Bundesliga, jetzt gegen die alten Vereinskollegen? Nein. Ich würde das nicht sagen. Ja. Ich fühle mich so was Besonderes, dass ich für DSK spiele, zweite Saison. Deswegen ich muss mein Bestes zeigen. Ja. Da ich auch dann viel trainiere in diesem Verein und fühle mich so ein bisschen verpflichtet, gut zu spielen. Ja, du sprichst es schon an. Es ist ja für den DSK heute ein sehr besonderes Wochenende. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahren wieder Ausrichter von der Bundesliga-Runde, jetzt gerade aufgestiegen. Ihr habt ja eine sehr interessante Mannschaft. Vorne zwei russische Spitzengroßmeister, dann Schachlegenden wie Jan Timmern, Ulf Andersson und dann sehr, sehr viele Spieler hier aus der Region, ambitionierte Spieler. Erzähl mal, was sind so die Pläne, was ist das Konzept für die Saison? Zuerst muss man sagen, wir haben nicht aus eigener Kraft also das geschafft, aufzusteigen. Da, wir wurden Zweiter in der zweiten Liga, und erst nach der Mainz, also der Aufsteiger, dann verzichtet hat dieses Recht, dann haben wir dann zugegriffen sozusagen, und dann
finanzielle Mittel dann gefunden. Und dann ein bisschen so hektisch gelaufen, mussten dann verstärken uns und wahrscheinlich hat das nicht hundertprozentig geklappt. Und ja, wie gesagt, unser Ziel einfach Klassenerhalt und dann, wenn das klappen sollte, dann schauen wir weiter. Mhm. Ich kenne nicht viel, aber ich weiß, dass mit Sponsoren dann gearbeitet wird und dann hoffentlich das weiter wahrscheinlich bessere Chancen haben wir dann, uns zu verstärken und weiter in der Liga zu bleiben. Der Auftakt war ja ein bisschen unglücklich, gerade in Kiel, 2-3,5 Niederlagen und so. Wie schätzt du den Kampf heute ein, sofern du ihn überhaupt bis jetzt gesehen hast? Ich glaube, das ist unklar bis jetzt. Also kann so oder so laufen und dann muss man abwarten. Ich hoffe, dass wir mindestens irgendwelche Punkte mitnehmen. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Du bist gerade hier in Düsseldorf oder in Nordrhein-Westfalen sehr bekannter, sehr erfolgreicher Schachtrainer. Wie schwierig ist das eigentlich, wenn man jetzt Bundesliga spielt, sozusagen das eigene Training mit dem Training für die Jugendlichen und für seine Schüler zu kombinieren? Ja, das geht eigentlich, ja. Aber das ist ein großer Unterschied, wenn man dann trainiert oder man spielt. Ja. Das sind zwei verschiedene Tätigkeiten eigentlich. Aber da ich hier trainiere, in der Region, ja, ich fühle mich auch zusätzlich so verantwortlich, dann gut zu spielen. Da die Schüler, die gucken zu und dann, ja. Wie gesagt, das ist wichtig dann. Perfekt, dann vielen Dank für das Interview und viel Erfolg in der weiteren Saison. Danke. Ja, Jan Timmern, das erste Heimspiel in Düsseldorf in der Schachbundesliga. Wie ist das Wochenende für Sie gelaufen? Also gestern war es eine schwere Partie und ich hatte auch einen sehr starken Gegner und ich hatte Schwarz, habe die Partie verloren, aber heute habe ich mich revanchiert. Mhm. Und das war eine gute Partie heute, ja. Ja, es war ein schöner Königsangriff am Ende. Der Gegner hat offenbar den Konter übersehen. Ja, das stimmt. Ich hatte einige Opfer und dann war es alles vorüber. Sehr schön. Sie sind jetzt das zweite Jahr beim Düsseldorfer Schachclub. Wie empfinden Sie es hier? Macht es Spaß? Ja, bestimmt. Ja, es gefällt mir sehr. Ja, ich bin sehr froh, dass ich hier spiele. Sehr gut. Ja, wir hoffen heute auf den ersten Heimsieg. Wie sehen Sie insgesamt unsere Chancen in der ersten Schachbundesliga? Ja, ich glaube, dass wir sowieso trotzdem gut machen werden. Ja, alles. Ja, Ulf Andersen spielt ja auch mit, Ihr alter Kampfeskollege aus den 70er und 80er Jahren. Ist das eine lange Freundschaft, ne? Sehr lange, ja. Wir kennen uns schon von 1970, so etwa. Ja. Ja, insoweit ein klassisches Team. Wir freuen uns sehr, Sie dabei zu haben und sehen vor zur nächsten Runde, Sie hier wieder zu sehen. Okay, gut. Vielen Dank. Ja. So, wir sind hier nochmal in Düsseldorf. Aktuell ist die Zeitkontrolle nach der vierten Runde vorbei und Solingen hat gerade gegen Bremen zum 2,5-2,5 ausgeglichen, dank eines Sieges von Mats Andersen. Mats, you just won a very crucial game against Grandmaster Babula. Tell us something about it. Okay, I got a very, very nice opening preparation. I thought it said already plus one or something after my c5. And then I probably played it all right, but then I made a kind of dubious pawn sacrifice, I think. So I thought I had to fight a bit, but okay, then he made some mistake and I suddenly got the initiative again, and then it was just completely winning after the time control. Okay, and what are your predictions for the rest of the match now? Okay, it should be draws on boards 2 and 3, right? And okay, then we have Marcus, who's a pawn up, so it should be winning, but it's going to take a long while, I guess. Okay, you personally have an excellent run this season. You are now at 4 out of 4. I guess it's your best Bundesliga season so far. Tell us something about playing in Bundesliga. You play already for several years for us. What is your experience? I greatly enjoy it. I mean, it's a fun team to play in. We have a nice team spirit, and we usually play for the top spots as well, which makes it even more fun, I guess. And yeah, of course, this season is going really, really great so far. So I just hope I can keep up with the coming matches. Okay, and I know you are a student. And do you have plans to become full-time professional afterwards? No, not really. I'm currently studying computer science in Aarhus. I'm on my third year, so I'm getting my bachelor's degree this summer. But okay, after that, my plan is just to
go like with the masters and continue studying. So. Okay, so last question, what are your predictions regarding the World Championship match? I guess Magnus will win, like it's a fair bet that tomorrow, right? They have a free day today. Tomorrow will, a draw is kind of a fair guess, and then I guess he has an edge in the time, in the shorter time controls. Okay, thanks for the interview. Okay, so we have here Anton Demchenko from Russia, who's playing the first year for Düsseldorfer Schach Club, and we had our first games at home. So how was the weekend for you, Anton? Okay, I think this weekend was quite comfortable for me, in the sense of chess games, in the sense of accommodation. But okay, I can say that I missed some chances, especially yesterday against Luke McShane. I had initiative, I had a big advantage, clearly win position maybe. Mm-hmm. Even so, it was at least big advantage according to computer evaluation. But okay, not found exact way. Little blunder, and okay, he equalized chances. Today I have some chances too, but not so big advantage, and David Navarra is quite strong opponent, so we made a draw. So I think okay, I think the main result is that our team is probably will win, and this is the main result, I think. Very good. So there are also players like Jan Timman and Ulf Andersen in the team. So how do you like playing in this team? How do you feel with it? Yeah, I think this is great experience to play in team with such Leon Ligens. I think, okay, I told a little bit with Ulf Andersen. It was quite interesting. So he told me about his chess understanding, his chess experience, and it was quite interesting for me. How do you see our chances as a team to stay in First Bundesliga? I hope that we have chances. I don't know which, how much we have, how much chances we have, but I hope. Mm-hmm. I hope, and anyway, I think we will fight. Thank you very much, and good luck for the next games. Thank you, Jan.